Es ist endlich soweit, Asus ROG bringt mit der Azoth ein eigenes Custom Keyboard im 75% Format auf den Markt. Doch nicht nur das, die Switches sind bereits ab Werk gelobt, dazu gibt es eine dreifache Dämpfung im Inneren und das Ganze ist auch noch wireless. Klingt spannend, oder? Schauen wir uns die Azoth doch mal genauer an. Hey, hier ist wieder Leo. Die CES 2023 steht an in Las Vegas und dort hat Asus die nagelneue ROG Azoth vorgestellt. Wir konnten uns das Keyboard bereits vorab ansehen, deswegen drehen wir hier auch im Videostudio und nicht mitten im Messetrubel. Aber genug gequatscht, was für Features bietet das Keyboard eigentlich? Wie ihr sehen könnt, ist die Azoth ein schön kompaktes Keyboard. Wir haben hier ein 75% Format, das bedeutet, das ist noch ein Ticken kleiner als das TKL Format, also 10 Keyless. Wir haben also nicht den großen Nummernblock auf der rechten Seite und von den Funktionstasten auf der rechten Seite sind auch nur in Anführungszeichen 4 übrig geblieben. Dafür haben wir aber trotzdem noch in der oberen Leiste alle Funktionstasten mit an Bord. Custom Keyboards sind dann sicher nicht groß was Neues, aber Asus möchte auch hier mit dem Trend mitschwimmen und hat dementsprechend einige DIY-Features untergebracht. Einerseits ist die Azoth Hot Swappable, bedeutet, ihr könnt die Switches austauschen und hierbei werden neben 3-Pin-Switches auch Switches mit 5-Pins unterstützt. Ab Werk habt ihr die Wahl zwischen den Asus eigenen NX Red, NX Brown oder NX Blue, also entweder linear, taktil oder clicky. Ganz egal für welchen Switch ihr euch dann entscheidet, allesamt sind bereits out of the box, factory looped, also bereits vorgeschmiert. Das gleiche gilt auch für die optischen Stabilisatoren, die hier verbaut sind, zu finden dann in den größeren Tasten, also Leertaste, Enter und Co. Die sind bereits ab Werk gut getuned, doch das i-Tüpfelchen wären noch Screw-in-Stabs gewesen. Auf den Switches sitzen dann PBT Double Shot Keycaps in grau mit schwarzen Akzenttasten, die tatsächlich auf den ersten Blick einen guten Eindruck machen, auf der Unterseite aber dann doch etwas unsauber verarbeitet wirken. Asus setzt übrigens auf North-Facing-LEDs, bedeutet die LED sitzt über dem Switch-Slot im Norden sozusagen. Das ist an sich kein Problem, ist tatsächlich auch ein Vorteil, um die Beschriftung besser beleuchten zu können. Es kann allerdings zu Problemen kommen, wenn ihr Cherry Profile Keycaps einsetzt. Bei allen anderen Keycaps sollte das aber kein Problem sein. Was mir sehr gut gefällt, ist die Oberseite, denn die ist aus Aluminium gefertigt und gibt dem Keyboard einen richtig schönen, hochwertigen Look. Die Unterseite ist allerdings aus Kunststoff gefertigt. Macht aber auch Sinn, denn wir haben es hier ja mit einem Wireless-Keyboard zu tun und so ein Wireless-Signal geht ja bekanntlich schwer durch Metall. Apropos, ihr könnt die ROG Azoth entweder kabelgebunden per USB-C oder kabellos über 2,4 GHz mit der sogenannten Speed Nova Technologie nutzen. Alternativ wird aber auch Bluetooth unterstützt. Die Akkulaufzeit soll laut Asus übrigens bei mindestens 2000 Stunden liegen, sofern ihr die Speed Nova Technologie nutzt und das OLED-Display und die RGB-Beleuchtung ausschaltet. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Sekunde mal, ein OLED-Display auf einem Keyboard? Ganz genau, hier oben rechts, schön klein, dezent, 2 Zoll groß, monochromes Panel für beispielsweise Animationen oder auch zum Hardware-Monitor oder auch zum Anzeigen des Verbindungsstatus. Und rechts daneben ist auch noch ein dezenter Lautstärkeregler inklusive einem zusätzlichen seitlichen Button. Und damit die Azoth beim Tippen oder auch beim Zocken nicht hohl klingt, gibt es hier eine dreifache Dämpfung im Inneren. Asus setzt hier auf ein Silikonpad über der Platine und Poronschaumstoff sowie Silikonschaum darunter. Direkt unter der Leertaste sind übrigens 2 zusätzliche Poronpads. Laut Asus soll das Keyboard damit angenehm leise arbeiten, aber tut sie das wirklich? Wir machen mal einen kleinen Soundcheck. Klingt doch gar nicht mal so schlecht, oder? Die Switches sind tatsächlich noch ein bisschen kratzig, das heißt, die Factory Loop ist noch ausbaufähig. Ein Nachschmieren ist auf jeden Fall empfehlenswert, um den Klang dann noch zu verbessern. Aber wir haben ja noch gar nicht über den Lieferumfang geredet, denn diese Zubehörbox ist noch mit dabei, inklusive Loopset. Das besteht aus einer kleinen Dose Crytox 205 Grade Zero Loop und einem Pinsel. Dazu gibt es einen Keycap und Switch-Entferner, einen Switch-Opener für NX-Style und MX-Style-Switches sowie eine Switchbank zum Zwischenpacken für die Schalter. Dazu gibt es noch ein stoffummanteltes USB-C-Kabel und 3 Ersatzswitches. Sollte einer auf dem Keyboard mal kaputt gehen, könnt ihr die ganz einfach austauschen. Und sollte euch der Klang nicht gefallen oder vielleicht etwas zu hell sein, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, alle Switches komplett auszutauschen und dann zum Beispiel ein anderes Soundprofil zu wählen. Darüber hinaus verfügt die Azoth über eine Hotkey-Funktion, um zum Beispiel die Beleuchtung on the fly einzustellen oder um Makros zu hinterlegen. Außerdem unterstützt sie macOS und es gibt zum angenehmen Tippen
Seiten, drei einstellbare Neigungspositionen auf der Rückseite. Asus wird die ROG Azoth dann Mitte, Ende Januar zu einem Preis von 299 Euro UVP auf den Markt bringen. Ein ziemlicher Batzen Geld, muss ich sagen. Aber vergleichbare Custom Keyboards mit dieser Ausstattung bewegen sich tatsächlich auf einem ähnlichen Preisniveau. Es wird mit Sicherheit noch günstigere Modelle geben, aber preislich gibt es bei Custom Keyboards nach oben hin eigentlich keine Grenze. Mein erster Eindruck ist schon mal sehr gut. Ich bin dann mal gespannt, wie sie sich im Praxistest schlagen wird, also sofern wir sie dann für euch ordentlich testen sollen. Schreibt es also gerne mal in die Kommentare und mich würde auch interessieren, was haltet ihr denn von der ROG Azoth? Ich bin gespannt auf euer Feedback und würde mich freuen, wenn ihr demnächst mal wieder einschaltet. Also macht es gut, ciao!